Ja, Leute, hier wieder zurück bei Minecraft mit dem aufdringlichen Kevin. Was willst du eigentlich? Hast du mir irgendwas hingeschmissen? Du hast mir gerade ein Sühnchen. Das ja, das wollte ich wieder haben. Ich bin auf Kuh gekommen. Jetzt nimm das! Ey! Guck mal nicht. Och, Junge. Ja. Fangen? Also, ich wohne gerade mit den Kohleschnorren. Ach ja, Kohle. Habe ich weggebracht, sorry. Gehst du bitte in mein Haus, in die untere Truhe, ja? Also wenn du reingehst, die Seitentreppe, ja, in der Etage. Gehst du in die Truhe, in die Doppeltruhe, die da steht, und nimmst dir die ganze Kohle, die da drin ist. Also, nee, die 10 Kohle. Oder 10 Kohle müssen da. Oder 10 oder 11 Kohle. Wenn du mehr nimmst, merke ich's. Und bring dich um. So. Wie viel nehmen? 10 Kohle. 10, 11 Kohle. Okay, da ist cool. Ein so ein Dings, müsste da drin sein. Ja. Tore? Also, Tore. Ich will sagen dir kurz, was du verpasst hast. Also im eine Folge Uni aufgenommen, mit der Markus sich circa 10 Minuten lang über die politische Lage in Deutschland aufgeregt hat. Ist doch so. Und wirklich 10 Minuten durchgehen hat sich aufgeregt. Alter Markus, wie viele verzauberte Bücher hast du eigentlich? Ist gerade weg. Was? Ja. Du hast 8 verzauberte Bücher am Arsch. Ja, ne? Eins. Was machst du eigentlich in der Etage? Ich hab gesessen in der anderen Etage, Kevin. Oh, egal, ich. Spionage, ne? Ich darf mal deine Kisten gucken, ich will auch mal meine Kisten. Und man scheiße, das Digga, scheiße, ich hab mir Kohle. Du hast in der Truhe hier 8, 6 Kohle, also hol nicht rum. Ja, der nimmt jetzt sich raus, ne? Der Kevin, siehst du? Ich hab mehr als 6. Ich hab mehr. Siehst du, er geht auch zum Tore. Was? Du brichst keine Kohle von mir. Nee, ich hab von Markus, keine Ahnung. 11 hab ich gesagt, 11 Kohle. Oh, ich hab 10 genommen. Wieso schuldest du ihm Kohle? Gar nicht, er hat ihn mir geschenkt. Nee, der hat sich aufgedrängt hier. Aber der Shaggy bloß nichts, er ist undankbar. Wieso undankbar? Ihr sprecht mich doch weg. Ich schenk dir eine Eisenrüstung, du bist jetzt undankbar, immer denn. Ihr habt mich weggesprengt, dann bist du auch ein bisschen angepisst. Eventuell. Nö. Nö. Okay, dann können wir jetzt mal wegspringen, wenn Tore es nicht stört. Da geht ja schon wieder los, Alter. Du warst, ganz ehrlich, Tore war angepisst, nachdem ich ihn 9 Blöcke Eingang weggesprengt habe. Dann zündet gleich mein ganzes Haus an. Ja. Ja. Nö, du bist nicht angepisst, Tore, nee. Wie komm ich auf sowas? Nee, ich war nicht angepisst. Ich hab nur, wie du mir, so ich dir, ne? Ja. Ich spreng die 9 Blöcke weg, du mit den ganzen, du machst mein halbes Haus kaputt. Der Eingang war schon, hab ich mir irgendwie Mühe gegeben. Hat echt lange gedauert, sie aufzubauen, ne? Im Gegensatz zu meinem Haus, meint auch noch nicht fertig, mein neues Haus. Und da habt ihr noch das hässliche Ding stehen jetzt, also. Überhaupt nicht fertig. Und da habt ihr noch das hässliche Ding jetzt noch stehen. Pff, das ist deine eigene Soße, da können wir. Bist du gerade eine Aufnahme? Ja, ja. Klar. Ja, oh. Also. Ups. Also, mich stört ja nicht. Ich muss gerade einen Salat essen, ne, Kevin? Hast du weiß, ja? Was musst du essen? Salat. Ja, hab ich auch schon gegessen heute. Alter, das kann nix. Gesunde Ernährung, Alter. Wird überbewertet. Ich mach's mal einmal die Woche Salat und meint es irgendwie komischerweise Freitag. Immer während der Aufnahme. Letzte Woche auch während der Aufnahme Salat gegessen. Ja, Marsch, es fehlen mir hier 6 Blöcke, oder warte. Oh. Danke, Marcus, für die cool. Jetzt kann ich mir die Fackel machen und meine Baumfarm fertig bauen. Schön. Das ist ja. Diesem LP unterstützt man sich. Gegenseitige Hilfe ist das A und O. Ja. Und ich hab den Toren geholfen, den Haus in die Luft zu sprengen. Ich möchte mir gegenseitige Hilfe ist das A und O. Ich möchte jetzt feierlich erzählen, dass die Baumform wieder funktioniert. Geil. Mhm. Bist du einsatzbereit? Ich hol mal einen Tierblock, ne? Ja. Ja. Ich hab dauerhaft ein Feuerzeug im Inventar und in der Truhe. Ich auch. Ja. Beeindruckt mich nicht. Ich weiß. Ich meine, aber trotzdem, wenn ich dann wieder anzünde, ich glaube, so schnell kommt es nicht mit Löschen der. So, also gut. Wieder aufmuckt hier, ne, der Kevin? Die olle Socke hier. Der Tore kommt doch mit seinem TNT angeschissen. Ich hab kein TNT. Angeschissen. Vor allem, wie sieht denn das aus? Was? Scheiße? Anscheißen. Ja, braun. Stell mir einfach verbindlich vor, wenn jemand anscheißt. Also, so wie dieses, das braune Haus. Hat er das eigentlich mitgekriegt, das mit dem braunen Haus, oder war das nur lokal? Was denn? Da gab doch mal vor einiger Zeit, vor so einem Jahr oder so, gab es doch mal hier so eine Geschichte über so ein Nazi-Haus, sowas in so ein braunes Haus. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Nö. Schade. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht mal überregional. Weil bei uns gibt es nämlich in Neuen, da gab es nämlich auch so eine Nazi-Szene. Die haben sie dann geklärt. Im Polizeieinsatz. Weißt du, Kevin, das sind die immer die machen. Ich muss ja auch für die unteren hier und Bildungsschichten möchte ich das ja auch erklären. Danke, Markus. Ich kann einfach nicht aufhören, das ist einfach zu geil. Awesome. So.
Wenn der Mohammed seine Steuererklärung wieder falsch gemacht hat, dann kommt auch. Biu. Naja, egal. Das haben jetzt alle verstanden. Ah, okay. Stark, Markus. So, das ist ja immer Mohammed, das ist voll rassistisch. Oder ein Hausschwierigkeiten, okay, Kevin. Habe ich dir wahrscheinlich schon gesagt. Denn Dach ist Klaus. Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Klaus seine. Ne, das hört sich auch behindert an. Hat er gehört? Die wollen ja, jetzt fällt mir das gerade wieder ein bei den Sirenen. Die wollen ja auch die in Deutschland dieselben Sirenen einführen wie in den USA, ne? Mit diesen, ja, die richtig, richtig geilen. Ja, diese richtig geilen Sirenen. Die sind richtig geil, Scheiße, Alter. Was ist das denn? Aber die hört man wirklich ordentlich. Die einen hört man immer auf der Autobahn, wenn du voll fährst, dann hört man die erstmal gar nicht so richtig. Nee. Erst Moment, weil die. Für die amerikanischen Sirenen richtig geil. Die wollen sie auch jetzt die so. Amerikanischen, die klingeln ja dauerhaft. Ja, gut, dadurch und sowas aus. Da gibt's verschiedene. Was machst du meinen Kisten, Kevin? Ich bin gar nicht an deinen Kisten. Nee, gar nicht. Ich hab den Durchgang wieder heil gebaut hier. Und guck mal, bis wir irgendwie oben ankommen. Wurde alles weggesprengt, Tore. Jetzt hab ich wieder einen ordentlichen heiligen Keller hier. Jetzt sein muss. Dann bist du mal in meinen Thron gegangen. Ich bin gar nicht in deinen Thron gegangen. Hab geguckt, was mein Endesruhe liegt von mir da hier. Ja, da liegt eine volle, voll zauberte Diamantrüstung drin. Ich meine, das ist mir was drin liegt. Und meine Pornospitzhacke liegt da auch noch drin. Ja, nicht mehr lange. Kevin geht nämlich jetzt zu deiner Endertruhe und macht sie leer, nicht wahr, Kevin? Klar. Kennst mich doch. Schlauberger. Ja, ich kann sowas. Dann schenk ihn bloß nichts mehr, der ist zu geizig. Ja, ich mach, Kevin. Ja, ich womit soll ich denn geil sein? Ich hab ja nix. Wisst ihr, und immer Selbstmitleid. Ich hab ja nix, ja. Hilft mir, ich bin so ein armer Arbeitsloser. Dann sagt er wieder, dann hält er wieder die Hand schnell auf. Obdachloser. Nee, du hast ja so ein Kackhaus, aber ob das jetzt, kann man das als Haus bezeichnen? Ich habe nur drei Häuser. Das hier nennen wir es mal Burak. Das ist nur ein Ferienhaus. Ein Ferienhaus neben meinem Haus? Hi Tore. Bist du? Was soll das? Ich baue mir hier gerade ein schönes Ferienhaus. Ich komme mal Markus Ferienhaus. Das ist noch nicht fertig, ist noch nicht ansatzweise fertig. Ich brauche hier nur gerade ein bisschen Platz. Bin gerade am Terraform ohne Ende. Der war's, ey. Wenn irgendwas mal einen Truhen holst, dann nenn ich Schluss mit lustig. Nimm mal einen L-Block, ne? Ja, das, ich weiß ganz genau, was ich drin hab. Ich werde auch dann hierhin umziehen. Dann gebe ich schon Niklas mein ganzes Haus und dann zieh ich hierhin um. Ach, Markus, hierhin um? Das heißt, ich kann deinen Bauplatz. Nein! Sehr schön. Das dauert doch 260 Folgen, bis ich hier fertig bin. Aua, was soll das? Oh. Puppe. Die war Hardcore, ne? Ja. Also, ich finde nicht die Aufnahmen. Ne, das können wir jetzt nicht sagen. Das was? Tor, aber auf mein Schild geschrieben, das können wir jetzt nicht erwähnen, also das geht nicht. Ist das irgendwas, ein böses Wort? Er hat geschrieben, lecken. Lecken? Ja. Lecket. Legends. 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 Ich fühl wieder so ein Witz ein. Einfach irgendwas Sinnloses dran schreiben. Alle denken, hey. Wie ging denn nochmal richtig? Jetzt machen wir mal wieder richtig. Alex irgendwas aktualisierungsmäßig hier losgeht? Aktualisierungsmäßig, ne? Kommt doch noch dazu oder ist immer auch. Ja, also er könnte mit dem Handy. Ja, das hat er doch. Du warst doch dabei bei dem Anruf. Ich hab mit dem Handy jetzt Skype mal noch geschrieben, aber das, wenn ich mitspielen kann, was soll denn labern oder so. Hat auch recht. Ja, ich meine, da wird er nur spammen. Und nerven. Wenn du nichts machen Charted kannst. Spielen. Hätte ich jede Minute hören müssen, anhören müssen. Ich kann heute keine Uncharted spielen. Ohne Scheiße. Oh, Kevin, nachher noch eine Runde Uncharted? Von mir aus. Okay. Ich hatte zwei richtig gute Runden. Also ihr habt Uncharted? Du besitzt Uncharted, Tore? Ja, schon immer. Ja, nicht immer, aber. Seit ich PS3 hat. Ich hatte zwei richtig gute Runden. Einmal, also für meine Verhältnisse, ne? Einmal ein 12-3. Ach ja, stimmt, du hast auch mitgemacht. Einmal ein 12-3 ja. Und einmal ein 22-4. Ich hätte 22-4 hochgeladen. Und Tor, wann kommt das nächste Rampant? Weil ich hab noch immer 5er Kill. Also das. Aber nur 0,5er gerade, ich bin noch nicht so gut. Aber ich will das noch fahren. Seit wann weiß Marco eigentlich, was ein Rampant ist? Hab's so oft gehört von euch. Kannst du auch erklären, was es ist, ja, oder? Ja, das ist, glaube ich, in 26-0, oder? 25-0. 20-0. Aber ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich Mittler-Klamm noch hole. Ja, klar. So.
Dann würde ich das sogar mal aufnehmen. Wir spielen richtig geile Autos. Das geilste Spiel, was ich heute, wo ich richtig heute fast kurz vorm Heulen war, das war, als ich Forza Horizon gesehen habe. Ach du Scheiße. Aber leck mich fett, ist das Spiel geil. Das ist so ein episch geiles Spiel. Die Autos sind neu. Ja, das ist schon mal geil. Aber ich finde ganz ehrlich, Drive Club habe ich mir angefixt. Angefickt? Was? Angefixt. Angefixt? Hast du gerade angefickt gesagt? Ich fand's mehr YOLO, so. Ab jetzt. Scheiße. Nee, aber mal ehrlich, das Spiel, das sieht so geil aus. Ohne Witz. Forza Horizon, das ist so ein. Auf der Xbox oder nicht? Ja, leider. Aber das ist echt ein Spiel, wo sich. Ich finde gegen Gran Turismo Forza immer besser. Das muss ich so als Hater zugeben. Ja, das muss ich auch. Aber Drive Club finde ich so, jetzt bin ich mal besser als Forza, muss ich sagen. Also, was man bisher gesehen hat. Ich habe Beiß noch nicht gespielt. Need for Speed finde ich scheiße, wenn du sagst, da kann man nicht tunen und so. Need for Speed ist richtig scheiße. Ich hole mir auch das neue auf keinen Fall. Ich habe mir jetzt viele Teile geholt jetzt. Also nicht viele, aber Hot Pursuit. Ja, ihr habt doch das da in Most Wanted, das neue. Hot Pursuit und Most Wanted habe ich mir geholt. Was ist daran scheiße, dass man kann nicht tunen? Scheiße ist, dass du eine kleine Welt hast. Scheiße ist, dass die Straßen nicht wie ein Straßennetz sind, sondern eher linear. Das heißt, du hast dicke Straßen, die aber irgendwie alle nur in eine Richtung führen. Also da gibt's auch keine Abzweigungen und die Vernetzung ist nicht sehr groß. Scheiße ist, dass du nicht mal ein eigenes Fahrzeug haben kannst, da die immer nur rumstehen und nicht mal eine Garage hast oder so. Die du hast doch keine. Warte mal, aber die hast du ja gezeigt. Du hast du mit deinem Fahrzeug, mit dem du gerade fährst, und wenn du dir, sag mal, jetzt, du fährst mit dem Audi, ne? Mit dem Audi A8 fährst du so. Dann müsst du mal einmal einen anderen Wagen fahren, dann musst du ihn irgendwo abstellen und in den anderen Wagen umsteigen. Du kannst nicht irgendwie den behalten. Du musst ihn mit dem anderen Wagen irgendwo tauschen, der am Straßenrand steht. Weißt du, wie Gebrauchsgut. So. Genau. Scheren, weißt du, du fährst irgendwo hin und dann steigst du in das Auto einfach ein und dann fährst du durch die Tankstelle und so kannst du deine Farbe wechseln. Ja, das wenn du irgendeine Farbe speziell haben möchtest, musst du halt ganz oft durch die Tanke fahren und Glück haben, dass die richtige Farbe kommt. So behindert ist dieses Spiel. Das macht gar keinen Spaß. Aber das Game, das Einzige, was ich mir geholt habe, war, ich wollte mal wieder ein neues Rennspiel, weil Midnight, glaube ich, so viel gespielt, dass ich mal was Neues haben wollte. Ja. Dafür war es morgens auch ganz gut, aber der Langzeit, ja genau. Für kurze Zeit hat es auch Spaß gemacht, kann ich nicht sagen, dass das schlecht war, aber. Ich muss sagen, auf Dauer. Und ich muss auch gerade gestehen, das Gameplay gefällt mir auch sehr gut. Ich mag das, also vom, wie es sich fährt und so. Aber sonst wusste ich nicht, was daran. Ja, aber das ist irgendwie. Das hat keinerlei Langzeitmotivation wie Midnight. Genau. Wenn du einmal die 10 Most Wanted besiegt hast, ist Schluss. Musik ist auch schwer behindert. Und was ich jetzt noch sagen wollte, TDU ist ja so ein bisschen Konkurrent von, würde ich jetzt mal so sagen, von Forza Horizon. Aber Forza Horizon hat einfach die Autos, viel mehr Autos, und die Grafik ist einfach auch besser. Und die Musik, mal ganz ohne Witz, wenn ihr TDU 1 gespielt habt, ich bin TDU? Test Drive Unlimited. Achso, Test Drive. Test Drive kann ich. Wenn ihr das damals gespielt habt, Test Drive Unlimited 1, dann wisst ihr Bescheid, was das für ein geiles Spiel damals war. Test Drive habe ich auch, glaube ich, für PS2 noch. Ja, habe ich auch gespielt für PS2, habe ich das so gesuchtet. Ja, das habe ich auch noch hier rumliegen irgendwo. Das habe ich so gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das so geil fand. Ja, es war nicht schlecht. Ich weiß es gar nicht mehr, so lange her. Ich habe nie gespielt. Ich habe so viel Need for Speed Underground 2 gespielt, richtig viel. Das war auch geil, das habe ich auch gespielt. Das erste Most Wanted fand ich scheiße. Und nur Underground 2, richtig gesucht, das ist richtig hart. Der erste Most Wanted, das fand der Niklas, der hat das auch krass. Das fand ich nicht so geil. Aber da kann man auch nicht tunen, oder meine ich? Doch, beim ersten Most Wanted bist du behindert. Weißt du, wie du da tunen konntest? So krank war das, was du da alles tunen konntest. Ja, Call of Duty war keine Open World, also solange ich das gespielt habe. Bei Most Wanted gab's Open World. Was? Wo das denn? Am Anfang kriegst du so einen fetten Wagen, dann fährst du gegen so viele Gegner immer. Ja. Nee, am Anfang kriegst du einen fetten Wagen, der versagt dann. Dann geht der weg, dein Wagen, dein M3. Das ist auch. Need for Speed Carbon ist das, wo du gerade sprichst. Das war auch geil. Nein! Ich schrie einfach von Most Wanted. Am Anfang fährst du den M3, ein Rennen. Sind mehrere Rennen mit dem fetten Wagen. Das sind ganz viele Rennen, nicht nur eins. Ne, Tore, du meinst Carbon. Ja. Nee. Oh, doch. Du kannst gerne mal einschmeißen. Kevin, du hast jetzt keine Ahnung. Carbon habe ich auch, Tore. Habe ich doch noch hier liegen. Carbon habe ich auch. Hier, ja, dann fährt man echt nur ein Rennen und dann war's das. Ja, da ist keine Ohren. Nein, am Anfang fährst du ein Rennen und dann kannst du auch gegen den SLR von dem Typen gewinnen. Also vorne fahren, wenn du willst. Nur irgendwann bleibt dein Auto stehen, weil du was in Ölleck hast. So, und dann verlierst du halt deinen Wagen und dann hat der halt irgendeine Ölleitung durchgeschnitten bei dir. Und dann musst du dich halt von ganz hinten wieder nach vorne arbeiten. Doch, klar. Wenn ich Most Wanted 1 gespielt habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer recht hat hier. Also ich Most Wanted 1 gespielt habe. Hatte am Anfang so einen geilen blauen Wagen, mit dem bin ich immer gefahren. Immer. So lange, wenn man mich erinnern kann. Also ich kann mich noch an Carbon erinnern. Da war es halt so, dass du am Anfang war Wagen... Carbon war auch durchgespielt. Carbon hatte ich auch auf der PS2, ne? Ja. Hab ich auch gespielt gehabt. Das hatte ich auch durch. Das war auch nicht schlecht. Aber auch nicht Open World, ne?
Das, ein, das erste Need for Speed, was denn schlecht war, war Pro Street, fand ich. Das gefiel mir überhaupt nicht. Das kenn ich nicht, ja. Das war halt ein Gran Turismo-Klon. Ohne Polizei, so halt so Gran Turismo-Forza-Rennen, weißt du, so. Wie Grid, ja, ja. So feste Rennen und so. Das ist einfach kein Need for Speed. Need for Speed muss eine knarrige Verfolgung sein mit geilen getunten Wagen. Anderen ja, war. Richtig eigenes getunten Wagen. Ja, nicht zusammengebauten. Also, dass man so fertig ist. Ja, die machen im Moment alles falsch, was man wie bei Need for Speed falsch machen kann. Aber trotzdem kaufen sie es, die Fanboys. Ich weiß auch nicht warum. Ich kenne gar nicht so ja, viel. Markus, ganz ehrlich, wir haben uns auch geholt. Ja, aber nur weil Most Wanted drauf stand, ohne Witz. Ja, echt, dann denkt man, oh, Ohrwurm von. Und weil die Demo sich gerade nice gespielt haben und man da noch nichts grafisch technisch irgendwie. Ist auch nicht schlecht. Und weil es wie Burnout ist und weil Burnout einfach geil war. Ja, Criterion macht es ja jetzt ja. Alles, aber trotzdem. Aber Criterion macht ja auch wieder Rivals, ne? Was? Rivals, das neue Need for Speed. Ja, ja. Need for Speed The Run habe ich sogar durchgespielt. Boah, pff. Ich nicht. Das habe ich am einen Tag durchgespielt. Ja, Ricardo hat gesagt, den kennt ihr auch mittlerweile. Die Story dauert 3 Stunden. 3 Stunden war ich durch. Hat das gedauert, ja. 3 Stunden. Ja, wie ist das denn? Und dafür haben welche am Anfang 69 Euro bezahlt. Und im Multiplayer fährt keiner ordentlich, jeder fährt nur rum und rammt irgendwelche weg. Den Multiplayer haben wir nicht mal gespielt, weil ich die Singleplayer schon so kacke fand. Ricardo hat sogar gesagt, das war der größte Fehlkauf, den er auf der PS3 gehabt hat. Das war noch schlimmer als Medal of Honor Warfighter, hat Ricardo gesagt. Ich hab's für die Wii gehabt. Weil Ricardo hat Warfighter und sogar vorbestellt gehabt. Das tat ihm auch ganz so leid, das Geld danach. Na, ja, kann ja sein, ne? Warfighter ist ja auch, soll ja auch nicht gerade die Bombe sein, ne? Ja, wie gesagt, wenn's wenig kostet, würde ich es auch nehmen. Ich hätte mir nur gehört wegen der BR4-Beta, aber da die. Ja, das aber da die jetzt. Das hat von der verlockend. Aber da die jetzt dafür, da die jetzt angekündigt haben, haben die jetzt bestimmt gemacht, weil keine die Warfighter geholt hat. Da kommt es ja, auch. Das ist einfach schlechtes COD, noch schlechter als COD. Ganz ehrlich. Ja, und auch die Killstreaks. Ricardo hat irgendwie eine 4er Killstreak ist Nebelwand. Wow, super. Und dann scheiße, also die Killstreaks sind richtig. Oh, Alter! Okay, das ist jetzt strange. Was los? Bei mir oben, bei Melonen sind Viecher gespawnt. Wie ist das denn? Ja, weil oben die Ausleute sind, spawnen öfter mal Viecher. Ich hab das mal welche gekillt. Was? Ja, ich hab's auch versucht schon mal. Ich hab hier schon alles ausgeleuchtet. Scheiße, wie lange haben wir schon aufgenommen? Kacke. Hab ich Zeit geschlafen? Ich guck mal nach. Ne, hab ich nicht. Will ich gleich mal kurz nachgucken. Viecher? Hab ich vergessen, Stopp zu drücken, weil ich Stoppuhr läuft wieder durch. Guck, da können wir einfach gucken, wann Tore irgendwie. Ach nee, der war ja. Nee, ich kann in Outer City gucken, da sehe ich es ja genau. Ich dachte, wann Tore aus der Kompi rausgegangen ist, aber der war ja nicht raus. War nicht draußen. Der basht sich schon wieder ein Zombie. Das nervt auch mal, wenn die Türen schlagen, können wir mal wieder rausnehmen. Und Skelette sollen wieder ein bisschen runtergepatcht werden. Ja, ne? Das wird doch ganz nice hier. Oh, ich sehe das schon geistig vor mir, das wird ein schönes. Wolltest du das Rivals holen, Kevin, oder nicht? Rivals? Nein. Es kommt in dem einen Jahr, also dieses Jahr und nächstes Jahr jeweils 2 geile Rennspiele. Dieses Jahr hole ich mir Drive Club und nächstes Jahr die Crew und damit bin ich auch abgedeckt. Die Crew, das sah echt geil aus. Ja. Allein von Ubisoft, das kann eigentlich nur was werden. Die machen eigentlich nur gute Sachen im Moment, ey. Ja, Ubisoft Watch ist echt Dog, gut. Watch Dogs, früher haben die nur Crap gemacht eigentlich. Aber mittlerweile Watch Dogs. Was heißt denn früher? Noch vor Assassin's Creed. Okay, gut. Da, weil da kam Prince of Persia, ich wollte nur mal. Ja, jedenfalls Watch Dogs, The Division, The Crew, Just Dance soll ja auch. Just Dance soll ja auch. Division meine ich, ja, sorry. Just Dance soll ja auch richtig gut sein von denen, die sowas spielen wollen. Das soll auch in dem, was es kann, sag ich mal, richtig gut sein. Also, die machen eigentlich nur Spiele, die wirklich Qualität haben. Hat nicht das okay. Auch. Doch, hat doch auch Trials, haben die auch gemacht. Und Far Cry. Ja. Far Cry, genau, was haben die noch gemacht alle? Die haben einiges gemacht. Richtig gut. Far Cry 3 ist Splinter Cell auch noch alle. Ja, ist nicht ohne Grund meine Lieblingsentwickler. Nee, meiner ist Naughty Dog, weil die bisher nur Gutes gemacht haben. Ja, Ubisoft. Nicht nur Uncharted. Uncharted, Crash Bandicoot. The Last of Us und Jack and Dexter, das war auch alles. Und davon war nicht schlecht. Jack and Dexter war so mittelmäßig, aber der Rest war alles gut. Crash Bandicoot war spitze, würde ich sagen. Ja, ich fuhr auch obwohl, alle. Ich habe alle Teile noch hier liegen, ne? Achso, Tore, die kann es diese Woche im PlayStation Store kaufen. Die kann Crash Bandicoot Teile für 2,50. Ohne Scheiß? Ja, dann kannst du mal auf der PS rein. Du hast noch 10 Euro Guthaben. Also ich auf jeden Fall den ersten. Der erste war der geilste. Die anderen zwei waren zu geil. Ich mal kurz, ich, der erste ist richtig geil. Ich muss eh noch warten, bis der Baum hier wächst, weil ich gerade warte hier. Dann kann ich mal ganz gucken. Ich habe hier die Liste noch. Weil ich wollte das erste und Racing holen. Ja, ein Racing wird auch cool. Also der erste Crash Bandicoot ist ganz empfehlenswert, ist der beste. Weil aber nur diese Woche, ne? Aber das macht den auch gut haben, weil die lohnt sich ja. Ja. Die kannst du. Ich mir nachher noch machen. Battlefield Online Pass, der sich richtig gelohnt hat.
Da können wir ja, Close Quarters hat sich noch mehr gelohnt bei mir. Erzählen. Also, Tore holt sich Online-Pass. Eine Woche später gibt die A bekannt, den brauchen wir nicht mehr. Ist nicht mehr gültig, bla bla. Ja, oh, Tore hat sich voll gefreut, ihn ausgegeben. Dann zwei Wochen später E3. Sie kündigen an, so Close Quarters ist diese Woche kostenlos. Markus, ja, ist eh nur diese Woche. Er hat es aber vor zwei Wochen schon gekauft. So, und jetzt bleibt es mir kostenlos. Die wollen ihn echt verarschen. Also, EA. Ja, die kraulen richtig am Sack rum, ey. Auf der Seite, wo ich gerade gucken wollte, wegen dem Dings, ne? Steht da ganz oben. Es erwartet uns ein neues Prince of Persia. Nein, nein, nein. Ich muss weg. Weg. Nie wieder. Das wollen wir nicht sehen. Bitte aber eine neue. Moment, da Aussteiger. Aber Kevin, wenn du jetzt wüsstest, dass du das, wie, also wenn du jetzt, sagen wir mal, nochmal, also du, sagen wir mal, du hättest Prince of Persia nicht gespielt, ja? Nicht, also nicht Let's Play It. Würdest du das jetzt nochmal machen, wenn du wüsstest, was das auf dich zukommt? Nein, also ich will das jetzt, nicht nochmal, auch wenn, also wenn ich das einmal durchgespielt hätte privat, den zweiten habe ich privat durchgespielt, hier, The Forgotten Sands. Ja. Hast du durchgespielt schon? Ja, und der, der geht. Den würde ich zum Beispiel, der ist gut, den würde ich aber nochmal erzählen. Der ist richtig gut, ja, den fand ich auch schön. Also ich habe es nicht bereut, das Spiel für PS3 geholt zu haben. Also, wenn ihr dieses Video kommt, dann gibt's Neuigkeiten zu einem neuen Prince of Persia. Denn es wurde auf, über Twitter wurde bekannt, über die Facebook-Seite Prince of Persia wurde heute offiziell bekannt gegeben, macht euch in der nächsten Woche zu Neuigkeiten zum neuen Prince of Persia bekannt. Ja, hammergeil. Gefasst wahrscheinlich, aber egal. Und es soll angeblich, steht hier noch, die so ein Self-Shading-Look haben wie Mirror's Edge oder Borderlands. Oh nein. Oh Gott, echt? Das ist schon ein doof aus, oder? Ja, gut. PS1-Angebot. Einige PS1-Spiele für die PS3-Angebot. Pass auf, Tore. Crash Bandicoot 1, 2,49. Hol ich mir nachher. Crash Team Racing 2,49. Das hol ich mir auch. Was haben wir noch hier? Metal Gear Solid 1, 5 Euro. Wipeout, auch relativ bekannt, 2,49. Warhawk PS1 Edition, das alte, 2,49. Das erste Warhawk. Tomb Raider 1 und 2, jeweils 2,99. Ah, die Tomb Raider früher, die. Ihr müsst euch mal Warhawk holen, Leute. Nee, Star- die Tomb Raider, sag ich dir, ne, das war ein Augenkrebs, weiß ich nicht, das mochte ich überhaupt nicht spielen. Starhawk, Niklas spielt das nie, ey, wir müssen einfach mit Niklas mal ein bisschen promoten, ne? Starhawk? Also, was haben wir noch hier? Tekken 2? Ist das im Angebot, Starhawk? Nein. Tekken 2, 2,49. Silent Hill 1, 4,99. Alter, geht wohl. Resident Evil 1, 2, 3. 7,99, achso, nicht in Deutschland, okay. Nö, den haben sie schon abgehakt. Ist indiziert oder wie? Keine Ahnung. Rayman 1 und 2, jeweils 2,49. Meldet ihr sollte, hab ich schon gesagt, 5 Euro. Haben wir noch. Ja, und Crash Bandicoot 1 und Racing nur, jeweils 2,49. Die wollte ich mir einmal holen, ey, 5 Euro nur. Die hol ich mir auch, hab ich, das hab ich ja schon gesagt. Oh Mann, ich hab auch kein Guthaben, wenn wir da 20 Euro holen, wegen 5 Euro, ey. Nee, ich hol mir die noch, das ist klar. Also auf jeden Fall Crash Bandicoot 1, die man richtig lang gemacht, richtig. Für die 150 Euro kann ich mir ein Map-Pack holen, für Uncharted. oder ich komme mit. Ne, kein COD-Map-Pack, niemals. Niemals! Ich werde das Spiel niemals mehr reinpacken. Ne, das Spiel schockt noch. Ne, das schockt gar nichts. Wenn man ordentliche Leute hat, also ordentliche Gegner, dann geht das klar. Aber Black Ops 2 hast du auf der PS3, aber keine ordentlichen Gegner. Haben wir herausgefunden. Ja, gut, eine Runde gespielt war schon angesagt, ey. Jetzt weiß zum Kotzen. Und deswegen Ghost niemals. Echt. Wir haben sogar aufgenommen. Schön, ne? Kevin. Weil das erst hochgeladen. Das hol ich mir echt diesmal. Also ich habe Black Ops 2 eine Chance gegeben, am Anfang hat Spaß gemacht, aber. COD. Das ist Sucht in einem. Ich finde, wird schnell langweilig irgendwie. Battlefield hat viel Motivation. Mittlerweile wird das langweilig jetzt, finde ich. Ein bisschen. Also was? Ich werde. Battlefield, wenn man die Maps mittlerweile sowas von auswendig kennt, dann. Nö. Ich könnte monatelang Metro zocken. Ja. Ich nicht. Aber du könntest die Augen zumachen. Ich wüsste schon genau, wo ich langlaufen muss. Also, aber entweder ein neues Map-Pack oder ein neues Spiel. Ein Map-Pack würde mir auch schon reichen. Jedenfalls, aber. Ich weiß nicht, also. Aber COD, die Maps sind, ich finde die einfach zu klein, finde ich. Ich werde zu schnell. Weiß ich nicht. Ne. Ja, ich bin generell nicht so ein Fan von so Closed. Aber als Spielkauf können wir es auch nicht bezeichnen, ne? Wenn ich da plötzlich 6 bin. Und ja, also du hast es länger gespielt als ich. Anfang hat Spaß gemacht noch, mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und, Ghost hol ich mir nicht. Bin ich der Einzige hier, oder? Naja. Und ich war auch immer der Einzigste von den Gamerpen, das jetzt, der sich. Einzige. Die PS4 am Release holt. Ja, ich bin da aber. Nee, Toro, du holst dir nicht Dings am Release, oder? Mhm, ich nicht. PS4. Ich denke mal zu Weihnachten. Aber du Markus, oder? Du musst ja. Ich hole es mir auf jeden Fall am Release direkt. Eigentlich kannst du ja viel schon ankündigen, als ob du es nicht machen würdest. Natürlich, das mache ich auch sofort. Wenn es rauskommt, ich werde es wahrscheinlich direkt am Release da holen. Und Toro macht Ghost, habe ich gehört?
Ja, ich mach groß. Ich mach mal groß am Release. Hat dies ja unser Day One LP gehabt. Ich hab die Last of Us. Alex kann nicht hochladen und Niklas PC ist am Arsch. Also was. So. Scheiße. Ja, Leute, das war's auch wieder mit der Folge. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß noch und bis zur nächsten Folge, ne? Bis morgen. Tschüss. Ja, bis morgen. Haut da rein. Tschüss. Rein. 15 Uhr.